Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Am dritten Tag unserer Reise stehen wir jetzt auf dem Stellplatz Domaine Saint-Fermain in Uzès in Südfrankreich. Und unsere Anreise lief völlig anders, als wir es eigentlich geplant hatten. Schaut selbst. Ursprünglich wollten wir über Frankfurt und Freiburg in den Süden fahren. Da aber die Autobahn in der Nähe von Kassel an unserem Abreisetag, also am 3. April, gesperrt war, mussten wir uns kurzfristig umentscheiden. Und so ging es dann hier bei Köln über den Rhein. Bis dahin ging alles ganz flott. Hinter Köln hatten dann plötzlich aber auch ein paar Autobahnen gesperrt und unser Navi wusste nichts davon. Und so mussten wir dann über Belgien einen kleinen, größeren Umweg fahren, um unser Tagesziel in Trier zu erreichen. Übrigens eine sehr schöne und leere Strecke vorbei am Formel-1-Kurs in Spa. In Trier übernachten wir kurzerhand im Reisemobilpark Treviris. Recht zentral an der Mosel gelegen, mit Fuß- und Radweg direkt in die Innenstadt. Das Gelände ist großzügig ausgebaut und auch für größere Fahrzeuge geeignet. Heute Nacht zeigt das Thermometer Minusgrade an und auch heute Morgen ist es noch sehr frisch. Also weiter, nach Luxemburg und dort erst einmal tanken, denn wir wollen ja schließlich in die Wärme. Auf der Autobahn geht es weiter Richtung Metz und ab Nancy heißt es wieder Péage. Und warum wir hier von diesen uniformierten Personen so kritisch beäugt werden, wissen wir nicht. Unsere Route in den Süden führt über ungewöhnlich leere Autobahnen durch die liebliche Landschaft des Grand Est, des großen Osten Frankreichs. Wir haben Nancy passiert, es ist 8 Grad und die Sonne scheint. Und wir sind weiter auf dem Weg in den Süden. Dann vor Lyon der obligatorische Stau. Aber nach rund 5 Minuten haben wir es geschafft. Die Durchfahrt durch Lyon ist aus dieser Richtung einfach. Man braucht eigentlich nur immer geradeaus zu fahren. Wir passieren das Musée des Confluences, das wie eine zerknautschte Elbphilharmonie aussieht. Und dann sind wir schon fast durch Lyon durch. Unaufhaltsam steigen die Temperaturen. Ja, und das war eigentlich nicht so geplant, denn irgendwann ist unser Lieblingsort Uzès gar nicht mehr so weit entfernt. Wir verlassen die Autobahn und fahren der Abendsonne entgegen. Wie fast immer erreichen wir unseren Stellplatz auf der Domaine Saint-Fermain über die schmalste Zufahrt. Aber dann haben wir es geschafft. Wir waren schon häufig in Uzès, aber wir lieben eben diese mittelalterliche Stadt und wir lieben diesen Stellplatz, stadtnah und direkt auf einem Weingut. Obwohl wir hier schon sehr weit im Süden sind, wird es auch hier heute Abend noch sehr frisch. Und im Café und Restaurant Lustal helfen die Infrarotstrahler ein bisschen nach. Überraschenderweise treffen wir auf dem Stellplatz YouTube-Bekannte und es werden sofort ein paar Fotos gemacht. Liebe Sigrid, lieber Gerhard, euch weiterhin eine gute Reise. Am nächsten Morgen geht die Sonne strahlend hell über der Domaine auf und das Thermometer zeigt heute Morgen noch minus 6 Grad. Zwischen den Weinreben wachsen zwar schon die Gänseblümchen, aber an den Weinreben selber zeigen sich die Knospen noch sehr spärlich. Und auch die riesigen Platanen, die in Uzès im Sommer so viel Schatten spenden, sind zurzeit noch fast kahl. Im Café de l'Esplanade sitzt man heute Morgen schon in der Sonne. Hier ist eigentlich immer etwas los. Wenn ihr euch Uzès erschließen wollt, mein Tipp, holt euch einen Stadtplan im Office de Tourisme und dann lasst euch einfach treiben. Ihr werdet, auch wenn ihr öfter schon hier wart, immer etwas Neues entdecken. So wie das hier. Aber hier muss man schon etwas genauer hinschauen.
dann setzt ihr euch irgendwann in eines der vielen Cafés oder Restaurants, lasst euch von der Sonne bescheinen und beobachtet einfach, was um euch herum passiert. Es wird bestimmt nie langweilig werden. Okay, das reicht euch nicht? Dann geht zu der Kathedrale Saint-Theodorit mit seinem markanten Turm und schaut von der riesigen Terrasse über die wunderbare Landschaft um Uzès herum. Naja, und falls euch das auch zu langweilig ist, dann wartet den Mittwoch oder Samstag ab und besucht den wunderbaren Wochenmarkt auf dem Place aux Herbes. Man sagt, es sei der schönste Wochenmarkt in ganz Frankreich. Ja, und schließlich solltet ihr unbedingt den Hofladen der Domaine besuchen. Ihr werdet mit Sicherheit die passende Weinsorte für euch finden. Heute war die erste Nacht, in der es keinen Frost gab. Immerhin. Nach 2 Tagen Uzès geht es weiter. Wir überqueren die Pont Saint-Nicolas und fahren die Schlucht des Gardons entlang. Unser heutiges Ziel ist Port-Vendres, kurz vor der spanischen Grenze. Freunde von uns haben hier vor kurzem auf einem netten Stellplatz gestanden. Da wir die Küstenstrecke bis dorthin kennen, fahren wir die Autobahn. Links jede Menge Etangs und rechts erscheinen irgendwann die schneebedeckten Berge der Pyrenäen. Der kleine Stellplatz des Ortes liegt in einer Bucht, genau gegenüber des Hafenstädtchens. Dieses ursprüngliche Tor ist zwar etwas altersschwach, aber ansonsten hat der Stellplatz alles, was man braucht, bis auf Strom. Der Untergrund ist aus Kies und es gibt zurzeit wenig Schatten, aber das ist im Moment ja auch gut so. Direkt hinter dem Stellplatz beginnen ein paar Wanderwege, zum Beispiel den Berg hinauf oder bis an die Hafeneinfahrt. Ja, und dort drüben liegt Port-Vendres und dorthin wollen wir. Aber die 10-Minuten-Angabe ist etwas ambitioniert. Damit ihr eine Vorstellung über den Weg dorthin habt, mache ich von der gegenüberliegenden Seite mal einen langsamen Schwenk. Um dieses gesamte Gewerbegelände herum müsst ihr laufen. Auf geht's! Der Weg ist einfach zu finden. Es geht immer am Zaun entlang. Unterwegs begegnet ihr einem Supermarkt. Gut für den Rückweg. Oder ihr überlegt euch, diese Boote am Wegesrand zu restaurieren. Das wäre eine echte Herausforderung. Nach ungefähr 20 Minuten habt ihr es geschafft. Aber es hat sich gelohnt. An der wunderbaren Hafenpromenade entlang geht der Weg weiter. Dort liegen ein paar nette Boote. Why not? Aber eigentlich ist Port-Vendres ja ein Fischerort und dieses Fischerboot kommt gerade vom Fang zurück. Dort drüben hat es angelegt und das schaue ich mir jetzt genauer an. Das, was ich hier sehe, überrascht mich einigermaßen. Offensichtlich wird mit dem Schleppnetz gefischt und der Meeresboden wird dabei gründlich abgeräumt. Das Gemisch aus Geröll, Pflanzen und verwertbaren Fischen wird aussortiert. Die Meerestiere landen in den Kisten und der Rest geht über Bord. Wie sich zeigt, war der Ertrag dieses Fischfangs nicht groß. Ich frage mich, wie nachhaltig diese Art von Fischerei ist und wie lange so etwas noch gut geht. Ein kleines Stück weiter kann man heute am Hafen schon wunderbar in der Sonne sitzen. Und oberhalb des Hafens wird Pool gespielt, mit einer wunderbaren Aussicht. Port-Vendres, ein interessantes kleines Hafenstädtchen, dessen Besuch sich immer lohnt, mit einem kleinen und preisgünstigen Stellplatz. Morgen soll es weitergehen in den Süden, in Richtung Costa Brava. Wenn ihr wissen wollt, was wir dort erleben, begleitet uns gerne. Ich sage Tschüss und bis bald!